Ja, meine Lieben, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder einen Zuschauerwunsch. Ja, es geht um eine Mascara, die ihr euch gewünscht habt. Die sollte ich doch unbedingt testen. Und das habe ich auch getan. Und ich werde in diesem Video erstmal ein kleines Intro mit einblenden, wo ich mich fertig mache, damit ihr auch alle seht, was ich wieder auf dem Gesicht trage. Im Übrigen sind das Produkte, die ihr mittlerweile auf Instagram total liebt, weil sie einfach bombastisch sind. Und am Ende zeige ich euch eine mittlere Katastrophe einer Mascara, die ich auftragen werde, und zwar die neue Telescopic Lift von L'Oreal. Ja, mehr sage ich dazu erstmal noch nicht. Jedenfalls hat sie mich sehr überrascht, aber nicht im positiven Sinn. Ich glaube, ich habe noch nie eine Mascara gehabt, die mich persönlich so enttäuscht hat, aber ich sage euch auch gleich, das hat was mit meinen Wimpern zu tun und mit meiner Wimpernlänge und dass ich einfach nicht der Typ für derartige Mascaras bin. Und von daher, es wird sicherlich einige unter euch geben, die sie lieben. Aber ich wurde auch gefragt auf Instagram, dass ich sie doch bitte mal austeste und meinen Senf dazu gebe, wie ich sie finde. Und das werde ich euch sagen. Und ja, das wird nicht so positiv ausfallen. Aber das kommt dann praktisch im Anschluss. Das heißt, ich werde euch im Anschluss an das Video, wo ich euch jetzt erstmal erzähle, was ich auf dem Gesicht trage, welchen Sonnenschutz und was man jetzt beachten muss bei dem Wetter. Auf Mallorca ist es schon relativ warm. Möchte ich euch noch ein paar Tipps geben als Grundlage unter einem Make-up. Und auch das werdet ihr jetzt sehen, werde ich euch mit einblenden. Und damit legen wir jetzt einfach los und dann starten wir mal. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, meine Lieben, die ersten Bilder gehen bei mir hier schon ein. Viele von euch sind im Urlaub und ich finde immer, das ist die beste Jahreszeit vor dem Urlaub, vor dem Sommer, Produkte zu zeigen, die ja unbedingt aufs Gesicht und auf den Körper gehören. Das ist ein Sonnenschutz. Ihr wisst, dass ich schon lange ein Fan bin von einer Marke. Das ist nämlich die Frau Dr. Jetzke aus den Niederlanden. Das wisst ihr. Die habe ich euch schon in mehreren Videos gezeigt. Und ich wurde auch jetzt hier auf Mallorca gerade in der letzten Woche oft nach einem guten Sonnenschutz gefragt, weil, wie gesagt, viele planen jetzt schon. Und ich habe gesagt, ich werde es auch mit ins Video bringen hier heute. Und dann zeige ich euch einfach mal meinen Favoriten-Sonnenschutz. Und das hat wirklich einen Grund. Er ist für mich einfach ein Favorit geworden. So wie auf dem Gesicht. Das kommt dann im Schminkvideo. Da gibt es nämlich dann den besten Primer, der ein Sonnenschutz ist, unter der Foundation. Aber jetzt zeige ich euch ganz kurz nochmal vorweg, vor dem Urlaub, vor der Urlaubszeit, welchen Sonnenschutz ich ganz toll finde. Und das ist der Suncover von Frau Dr. Jetzke. Und zwar der SPF 30. Das Schöne an dem hier ist, das ist eine große Familienflasche. Die gibt es natürlich auch in kleineren Größen, die ihr mit auf die Reise nehmen könnt. Wenn ihr aber was für die ganze Familie braucht, der Mann und die Kinder, und ihr könnt euch alle damit eincremen von Kopf bis Fuß, nämlich auch für das Gesicht, ist dieser von Frau Dr. Jetzke super geeignet. Und das steht auch auf ihrer Seite. Der ist nämlich für alle Hauttypen. Und sie hat hier auch stehen auf ihrer Seite. Ich habe es mir nämlich aufgemacht. Es ist eine neue Formulierung. Das ist hier aber schon drin. Ich blende euch im Übrigen hier mal mit ein, wie ich ihn hier auf dem Balkon für Instagram schon gezeigt und aufgetragen habe, weil der lässt sich super gut verteilen. Der zieht wirklich ganz schnell ein, hinterlässt keine Rückstände, klebt nicht, bappt nicht, ist wasserresistent. Also wirklich, die Haut sieht danach aus wieder wie Haut und nicht wie fettig, ölig, speckig oder nach Sonnencreme. Also ich kenne das auch. Bei uns in der Familie nehmen es alle. Mein Mann ist ein sehr hellhäutiger, sommersprossiger Typ, auch am Körper und auf den Armen und auf den Händen. Und der braucht das besonders. Und da gibt es hier den Suncover von Frau Dr. Jetzke. Und der ist für Körper und Gesicht geeignet. Das steht auch auf ihrer Seite. Enthält effektive, sichere UV-Filter. Schützt die Haut vor UVA und UVB-Strahlung. Es ist wasserresistent. Lässt sich gut verteilen, steht hier. Aber das seht ihr hier schon im Video. Ich habe es mit eingeblendet. Und es ist ein No-Profit-Produkt. Es hat 1000 ml, also 1 Liter. Ich finde den Preis unschlagbar, ich finde die Menge unschlagbar. Damit kommt ihr nicht nur durch einen Urlaub. Also ich könnte mir vorstellen, der reicht mit Sicherheit für die ganze Familie, sogar für zwei Urlaube. Und günstiger kommt ihr an einen professionellen Sonnenschutz einer Dermatologin einfach nicht ran. Denn die Frau Dr. Jetzke, das habe ich euch schon in vielen Videos erzählt, das ist keine Dr. Brand Marke, nur wie manche Marken das so machen. Hier ist es wirklich eine Dermatologin, und zwar die bekannteste in den Niederlanden. Die ist dort bekannt in Magazinen, in den Zeitungen, im Fernsehen. Sie macht auch Projekte im Sommer für Kindergärten und Schulen. Man kennt sie wirklich dort in- und auswendig. Und
Sie stattet auch Kindergärten und Schulen damit aus. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt. Mehr als das ich Ihnen euch empfehlen kann, kann ich nicht. Probiert ihn bitte aus. Und ich würde mich freuen über jeden, der es schon ausprobiert hat, weil ich habe schon Feedbacks bekommen, die sind richtig, richtig gut. Auf Instagram schreibt sie hier doch bitte nochmal für die anderen drunter, für die Zuschauer. Ihr wisst, ich zeige nur Produkte, von denen ich überzeugt bin. Bei mir gibt es nicht jede Woche ein anderes Produkt und eine andere Sonnencreme, sondern diese gibt es seit letztem Jahr auf meinem Kanal, weil ich davon überzeugt bin. Und es wird auch keinen anderen geben, denn es gibt genug, für die man werben könnte, aber nein, das ist mir nicht genug. Ich möchte diesen hier euch zeigen und vergesst bitte nicht meinen Rabattcode, den habe ich euch die ganze Zeit hier mit eingeblendet. Ich glaube, den lasse ich auch von Anfang bis Ende mit drin. Dann könnt ihr immer mal wieder hingucken, falls euch ein Produkt interessiert. Und auf alle Fälle, das ist das, was ich euch sagen wollte. Nicht vergessen, jetzt in dem kommenden Sommer, im Frühling schon auch, für den Körper, wenn ihr in den Urlaub fahrt, auch auf Mallorca. Viele sind schon hier und es ist sehr, sehr warm. Viele haben einen Sonnenbrand total verbrannt und das schon im April. Und das darf euch einfach nicht passieren. Das ist Hautschädigung, die könnt ihr nie wieder reparieren und die Uhr zurückdrehen. Das möchte ich euch sagen. Das ist die große Flasche, es gibt sie aber auch in klein. Und sie enthält sogar noch Niacinamid. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Das heißt, hier ist sogar Niacinamid drin, was hautberuhigend ist, hautschützend, gegen Pigmentstörungen, Pigmentflecke geht. Und das ist ja gerade das Thema im Sommer. Das war die Sonnencreme, die ich euch heute Morgen vorweg zeigen wollte und mehr eigentlich nicht. Und dann starten wir einfach mal mit dem Video, was ich auf dem Gesicht habe und dann kommt auch schon die Mascara. Das erste Produkt, was noch mit auf mein Gesicht kommt, und das habe ich euch schon im letzten Video oder auf Instagram gezeigt, ist meine Augencreme. Und zwar ist das für mich so ein kleiner Ersatz geworden für einen Concealer, für den Becker Under Eye Brightening Corrector, der früher eine ganz, ganz tolle untere Augenpartie gemacht hat. Und dafür nehme ich jetzt immer meine Lancôme Augencreme. Das ist die Renegy Multi Lift Ultra Lifting Filler Eye Cream. Ich blende sie euch hier noch mit ein, dass ihr sie sehen könnt. Das habe ich euch letztens schon mal gezeigt und habe euch gesagt, die kommt jetzt immer, bevor ich mich schminke, bevor eine Foundation draufkommt, bevor ein Lichtschutzfaktor draufkommt, kommt das jetzt auf meine untere Augenpartie. Punkt 1 pflegt sie natürlich sehr gut und bietet oder spendet sehr viel Feuchtigkeit, hinterlässt auch ein gepflegtes unteres Augenpartiegefühl, möchte ich mal sagen. Sie ist wirklich nur für meine untere Augenpartie, nicht für mein Augenlid. Da wissen viele, da nutze ich andere Produkte. Aber als richtige Augencreme unter den Augen benutze ich hier wirklich diese Augencreme schon seit Dezember. Und ich bin davon so überzeugt, ich habe mir die schon 4-mal nachbestellt. Ich habe sie hier, als es sie noch im Set gab und mit so ein paar Goodies dabei. Ja, und das ist im Moment meine Augencreme hier unten drunter. Und die hat so irisierende Pigmente, lichtreflektierende Pigmente. Die macht genau das, was dieser Under Eye Brightening Corrector von Becker gemacht hat. Also dieses Aufhellende unter den Augen. Und deswegen mache ich die jetzt immer kurz, bevor ich mir eine Foundation auftrage. Und die kommt gleich, das unter die Augen. Kann ich euch nur empfehlen, ist eine super Augencreme mit diesem Effekt. Dann habe ich euch in der Vergangenheit mal erzählt, der beste Primer ist ein Sonnenschutz auf dem Gesicht. Das habe ich euch schon vor 1-2 Jahren immer mal wieder zwischendurch in den Videos erzählt und das stimmt. Und in diesem Falle stimmt es sowieso, weil meine Lieblingsfoundation ist ja im Moment diese flüssige Foundation von Frau Dr. Jetzke mit pflegenden Anti-Aging Wirkstoffen. Und das zeige ich euch auch gleich, weil das ist für mich auch das schnellste Make-up morgens. Das werdet ihr gleich sehen. Und da nehme ich den Suncare mit Sonnenschutz SPF 15. Den gibt es auch nochmal in SPF 30. Außerdem steht hier auf der Seite bei Frau Dr. Jetzke, enthält einen sicheren UV-Filter und zwar den Tinosorb SNM. Das steht auf ihrer Seite. Aber dieser Sonnenschutz ist nicht nur ein Sonnenschutz, er enthält sogar Pflege- und Anti-Aging-Wirkstoffe. Und das finde ich ja mal klasse. Im Übrigen könnt ihr sehen, wenn ich den auftrage, wie gut der sich verteilen lässt. Auch hier wieder weißelt nicht, lässt sich super gut verteilen, zieht sofort ein, macht ein wunderschönes Hautbild. Nicht speckig, fettig, glänzend, sondern ihr habt danach ein natürliches Hautgefühl und ein natürliches Aussehen auf dem Gesicht. Niemand sieht, dass ihr irgendwie so einen speckigen Glanz von einem Sonnenschutz auf dem Gesicht habt. Und er zieht wirklich gut ein und macht ein ganz, ganz tolles Hautbild. Und er ist mit Antioxidantien, Niacinamid, Koffein und Vitamin E. Und er ist wasserresistent und es sind 50 ml drin enthalten. Ich kann ihn nur wärmstens und wirklich von ganzem Herzen empfehlen. Das ist eine richtig Herzensempfehlung von mir.
Also ich habe schon viele Sonnenschutzprodukte ausprobiert in meinem Leben. Für mein Gesicht war es immer schwierig. Es gab früher mal eine Marke hier in Spanien, die habe ich gerne benutzt für das Gesicht und für den Körper. Das war noch einigermaßen okay. Aber mittlerweile für das Gesicht und um nicht irgendwie speckig oder glänzend auszusehen und der wirklich gut einzieht, ist dieser von Frau Dr. Jetzke. Ich liebe ihn einfach und die Inhaltsstoffe machen ihn natürlich noch mega interessant, finde ich jedenfalls. Mit Antioxidantien, Niacinamid, Koffein und Vitamin E. Den mache ich drunter, der zieht sofort ein, hinterlässt ein semi-mattes Finish. Ihr habt einen ganz leichten Glow, ihr könntet ihn auch rein theoretisch ohne Foundation tragen. Einfach nur Mascara drauf und ihr habt ein ganz tolles Hautbild. Den liebe ich und den kann ich euch nur empfehlen. Und gleichzeitig als Sonnenschutz ist er der perfekte Primer unter einer Foundation. Ihr dürft natürlich auch jeden anderen Sonnenschutz benutzen, den ihr liebt oder habt oder den ihr mögt und schon lange verwendet. Versucht es mal, unter einer Foundation einen Sonnenschutz aufzutragen. Es ist wirklich der beste Primer, weil danach hält die Foundation super. Und deswegen liebe Grüße an die liebe Annette. Die hat das nämlich schon bemerkt und an mich weitergegeben auf Instagram. Und jetzt kommen wir zu der Foundation. Die Foundation habe ich euch schon in einem Video abgedreht. Ich habe ein ganzes Video abgedreht mit der dekorativen Kosmetik, mit der Beauty Box von Frau Dr. Jetzke. Kann ich im Übrigen euch nur empfehlen. Es ist dort drin eine Foundation, ein Pinsel, ein Bronzer, ein Puder, ein Concealer. Und wie gesagt, diese Foundation ist mit drin in der Box. Das ist alles, was ihr braucht für einen natürlichen Look. Und ich kann euch die Box nur empfehlen und auch den Pinsel. Viele haben es mir schon bestätigt. Vielen Dank an euch im Übrigen. Und ihr könnt die Produkte natürlich auch gerne einzeln kaufen. Und es gibt sogar so tolle Sets bei Dr. Jetzke. Da könnt ihr zum Beispiel die Foundation nehmen oder das Puder nehmen und packt einen Pinsel dazu. Da gibt es immer so Mini-Sets. Pinsel und Puder, Pinsel und Bronzer, Pinsel und Foundation und solche Sachen. Und dann bekommt ihr von vornherein schon mal dieses Mini-Set 10 Euro reduziert bei ihr auf der Seite. Ich finde das nicht uninteressant. Wenn jemand sagt, ich will nicht die ganze Box, ich möchte nur mal den Bronzer, ich möchte nur mal die Foundation, dann bestellt euch das. Dann bestellt euch einfach den Bronzer mit dem Puderpinsel und schon gehen vorweg schon mal 10 Euro runter, weil es ein Mini-Set ist. Und dann könnt ihr meinen Rabattcode noch oben drauf anwenden mit 15%. Wer im Übrigen nicht gleich die volle Größe kaufen will, kauft euch doch einfach mal dieses schöne Sample. Dieses Sample gibt es bei ihr auf der Seite und da habt ihr alle 6 Farben drin, die könnt ihr alle ausprobieren und dann wisst ihr auch, welchen Farbton ihr braucht. Dieses Set könnt ihr bestellen bei ihr auf der Seite, das bekommt ihr versandkostenfrei, kostet 3 Euro und ein paar zerquetschte. Und wenn ihr da noch die 15%, ja selbst da gehen die 15% von runter, noch mit anwendet, bekommt ihr versandkostenfrei das Ganze für irgendwas um die 2,70 Euro, glaube ich, nach Hause geliefert. Und dann könnt ihr euch da dran erstmal ausprobieren und ihr könnt euch mehr wie einmal damit schminken und dann könnt ihr herausfinden, welche Farbe möchte ich denn gern oder mag ich diese Foundation denn überhaupt. Vielleicht habt ihr ja die Sonnencreme schon und merkt dann mal, wie cool diese Verbindung zwischen der Sonnencreme und dieser Foundation ist. Probiert es einfach mal aus, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Hier hinten sind im Übrigen dann noch alle Produkte drauf abgebildet, die es von ihr gibt. Und das ist auch das, was in der Beauty Box drin ist und die kann ich euch nur empfehlen. Ich trage jetzt mit euch hier erstmal auf, damit ihr sehen könnt, wie die Foundation auf dem Gesicht aussieht. Sie lässt sich auch super gut verteilen. Das ist eine sehr flüssige Foundation mit einem sehr natürlichen Finish. Trotzdem ist sie gut deckend, sodass ihr einen wundervollen Glow auf der Haut bekommt und wirklich einen schönen Schimmer. Sie deckt ja so eine mittlere Deckkraft, möchte ich mal sagen. Also das, was euch stört, deckt sie auf alle Fälle ab. Aber so wie bei mir zum Beispiel meine Sommersprossen, die kann man dadurch noch sehen. Und dadurch ergibt es ein ganz, ganz tolles, natürliches Finish. Und deswegen möchte ich euch die wieder ans Herz legen. Hier steht auch auf ihrer Seite für alle Hauttypen geeignet, verleiht der Haut eine gleichmäßige, natürliche Ausstrahlung. Das, was ich euch gerade gesagt habe. Aber ihr könnt das ja hier auch gut erkennen, wie man... Ich zeige euch das extra hier am Fenster. Ich habe eine Umfrage gestartet auf Instagram. Soll ich das hier in Schlafzimmerromantik auf dem Bett machen, weil ich sitze hier vor dem Fenster. Ich habe kein Kunstlicht. Ich habe das Tageslicht von draußen, ein wenig Sonnenlicht, was da draußen mit rein reflektiert. Ansonsten seht ihr hier wirklich ein natürliches Tageslicht und ich finde, das ist wichtig. Und da kann man wirklich alles sehen und man kann nichts mehr verstecken. Und ich finde deswegen hier zu sitzen und Schminkvideos zu drehen in Zukunft, das wird eh das Thema und da könnt ihr dann immer gleich sehen, wie es aussieht und nicht bei so einer Ringleuchte, Softboxen und.
Das wollte ich euch nur sagen. Leichte Deckung und verstopft die Poren nicht. Genau das ist es. Sie legt sich nicht in die Fältchen, die verlegt sich nicht in die Poren. Es hat kein pudriges Finish, sondern es ist wie eine leichte Tagespflege, möchte ich mal sagen. Sie kommt rüber wie eine Babycreme, weil es sind nämlich noch pflegende und beruhigende Inhaltsstoffe drin wie Allantoin und Jojobaöl. Und das macht das Ganze so, dass es einen Touch hat wie eine leichte BB-Creme auf der Haut und sehr pflegend ist, aber ohne die Haut zu beschweren oder schmierig und speckig rüberzukommen. Man bekommt wirklich ein ganz, ganz tolles Finish am Ende. Es lässt sich leicht verteilen, 30 ml sind drin. Und im Anschluss trage ich mit euch noch den Bronzer und den Concealer auf, dann könnt ihr auch noch den Rest sehen. Das wollte ich euch hier heute nochmal schnell mitteilen und zeigen. Der Concealer, das seht ihr jetzt hier schon, das blende ich euch mit ein, den wende ich nur noch im Augeninnenwinkel an und ein bisschen hier unten drunter, weil ich da so ein bisschen rötlich durchschimmernde Haut jetzt bekomme. Dann gebe ich ihn meistens jetzt immer auf meinen Lidendeckel noch mit drauf, weil er da richtig gut kommt. Denn ich pudere ja hinterher auch immer gerne mit Bronzer meinen Lidendeckel ab und benutze im Moment eigentlich gar keine Lidschatten groß mehr. Für mich ist es im Moment total wichtig, natürlich auszusehen und trotzdem dabei so ein schönes Tages-Make-up zu haben, auf das Minimum beschränkt. Ihr werdet das auf Instagram von mir kennen. Ich finde es total klasse, nur noch wenig anzuwenden. Gerade im Alter ist es sowieso so, weniger ist mehr. Vieles kann sich nämlich schnell mal in die Fältchen legen, in die Poren reinlegen. Und ich bin im Moment so auf dem Trip, auch wie bei dem letzten Produkt, was ich euch gezeigt habe im letzten Video, lieber mal so eine BB-Cream oder wie hier so eine flüssige, leichte Foundation mit einer tollen Deckkraft, aber einem richtig guten Ergebnis, was natürlich aussieht. Dann ein bisschen die Augenbrauen machen, Wimpern, Mascara, fertig und ein bisschen Lippenstift. Und ich finde, dann sieht man immer gut aus. Und je älter man wird, wird das immer wichtiger. Da ist eigentlich weniger mehr. Natürlich trage ich auch ab und an mal, habt ihr gesehen, einen Lidschatten auf. Aber alltäglich kommt bei mir keiner mehr drauf. Gar keiner mehr drauf. Und deswegen bin ich auch sehr sparsam geworden mit dem Concealer. Das ist im Übrigen ein Creme-Concealer. Und ihr bekommt ihn in zwei Farben. Bei der Foundation war das anders. Da bekommt ihr 6 Farben. Hier bekommt ihr 2 Farben. Ich habe hier im Übrigen die hellste Farbe gewählt. Hier steht auch auf ihrer Seite kaschiert Flecken, Pickel oder Augenringe mit beruhigenden Inhaltsstoffen wie Niacinamid, Allantoin und Bisabol. Und es ist für die sensibelste und unruhige Haut geeignet. Und es ist eine leichte Creme in Stiftform. Das ist der Hammer. Ich liebe mittlerweile diesen Stift. Also ich benutze ihn fast nur noch ausschließlich. Ich benutze ihn auch im Moment fast nur noch ausschließlich, entweder von Dr. Jetzke oder die andere Marke. Ich finde die einfach toll. Diese Stiftform lässt sich super leicht im Augeninnenwinkel reindrehen, reindrücken. Ich verteile das mit einem kleinen Finger so ein bisschen. Dann gebe ich noch so einen Hauch von auf den Lidendeckel, was hinterher abgepudert wird. Und das reicht mir und man hat wirklich so einen leichten Glow im Augeninnenwinkel, das heißt so einen leichten Schimmer, der darüber kommt. Das macht und hält das Auge ein bisschen auf. Ihr könnt es auch an den unteren Wimpernkranz noch geben, wenn ihr mögt, oder aber auch auf andere Stellen. Ich habe es heute noch hier oben auf meine Zornesfalte, auf meinen Nasenrücken gegeben, weil da bin ich im Moment so ein bisschen dunkel von der Sonne und das möchte ich wieder mal ein bisschen aufhellen, weil es sieht so ein bisschen komisch aus. Und auch hier könnt ihr das gut anwenden. Er legt sich nicht in die Falten. Es ist ein Creme-Produkt und ich liebe diesen Concealer. Ihr werdet sie schätzen lernen, die Produkte, wenn ihr sie einmal ausprobiert habt. Und deswegen empfehle ich im Moment auch immer gerne die Box. Genau. Und ganz zum Schluss kommen wir nämlich zu dem Bronzer. Das heißt, ich gebe meiner Haut nur noch so ein bisschen sonnengeküssten Teint. Dieser Sun-Kissed Bronzer macht den schönsten Glow. Und dieser Pinsel ist für mich einer der besten Pinsel, die es wirklich gibt. Es gibt viele Pinsel auf dem Markt. Es gibt viele Pinsel in der Drogerie. Aber dieser Pinsel hat eine Weichheit, die nicht zu übertreffen ist. Er ist schön gebunden. Das ist ganz, ganz toll. Er nimmt das Produkt gut auf und gibt es vor allen Dingen auch gut wieder ab, was bei einem Pinsel ja auch ganz wichtig ist. Und dann gebe ich diesen Sun-Kissed Bronzer auf. Und hier steht im Übrigen, der Bronzer verleiht ihrer Haut nicht nur einen goldenen Glanz. Er enthält nämlich auch pflegende Inhaltsstoffe wie Shea Butter und Jojobaöl. Und man kann ihn auch nur als Blush verwenden. Wenn ihr jetzt sagt, ich möchte eigentlich gar nicht so viel mein ganzes Gesicht bronzen, dann nehmt ihn doch einfach nur als Blush, sodass ihr sagt, ich habe so ein bisschen sonnengeküssten Ton auf den Wangen. Und er macht wirklich einen natürlichen, strahlenden Look. Ich kann euch den nur empfehlen, zusammen mit dem Pinsel bekommt ihr zum Beispiel diese beiden Produkte dann vorreduziert mit 10 Euro günstiger auf ihrer Seite. Und das ist schon der Hammer. Und dann, wie gesagt, einfach meinen Rabattcode noch mit anwenden.
Und damit bin ich jetzt fertig. Trage noch schnell ein bisschen Lippenstift auf. Das mache ich ja immer. Ihr kennt ihn, meinen heißgeliebten Catrice Lippenstift. Und ein bisschen die Augenbrauen mit dem Fluff Up Brow Wax von Benefit. Und dazu gebe ich dann noch so ein bisschen mit dem Precisely My Brows, fülle ich so meine Augenbrauen auf. Das könnt ihr hier, glaube ich, auch ganz gut erkennen. Und im Übrigen ist der in dem Farbton Cool Grey, passend also zu meiner Haarfarbe. Und das finde ich auch klasse bei Benefit. Cool Grey ist was für Leute schon mit grauen Haaren. Und das kommt einfach super rüber. Also Fluff Up Brow Wax, der hält, macht einen natürlichen Look. Ich finde den mega klasse neben dem 24 Stunden Brow Setter. Aber dann noch ein bisschen Precisely My Brows in Cool Grey drauf und dann seid ihr fertig. Und jetzt kommen wir zu der Mascara. Das hatte ich schon letzte Woche für euch abgedreht, also nicht wundern. Da habe ich sie aufgetragen und ich bin am Ende echt fast explodiert. Ich musste mich wieder abschminken, ich bin ins Bad gegangen und habe sie wieder runtergenommen. Die ist wirklich gar nichts für mich. Und was kriege ich? Ich kriege genau mein Feedback auch von jemandem zurück. Also es wird sicherlich Zuschauer geben, die sagen, für mich ist die richtig klasse. Und es gibt die gleichen Zuschauer, die sagen, Astrid, irgendwie müssen wir uns ähnlich sein, vielleicht mit den Wimpern oder so. Und die hat mir genau dasselbe geschrieben. Ich gucke mal, ob ich die Antwort finde und werde sie euch dann am Ende noch mit einblenden. Auf alle Fälle, ja, das ist es. Das ist die Mascara und damit starten wir jetzt. Ja, und jetzt kommen wir zu der Telescopic Lift Mascara, weil wir brauchen ja jetzt nur die Mascara auftragen. Die habe ich hier im Übrigen bei Müller gekauft. Ich weiß jetzt nicht, was ich bezahlt habe. Ich gucke mir mal das Bürstchen mit der Brille an. Mir schwant schon was. Ich glaube, sowas gab es schon mal. Ah, ja. Okay. Wer kennt die? Die ist also... Die erinnert mich so ein bisschen an... Maybelline, an die Augenbrauen-Mascara, könnt ihr euch noch erinnern, wo ich immer gesagt habe, die sieht aus wie so eine kleine Küchenschabe. Das heißt, hier vorne ist sie ganz flach gehalten. Damit soll man, glaube ich, gegen die Wimpern drücken und dann hat man einmal kurze Bürstchen und einmal lange Bürstchen. Lässt sich aber ganz schwer unterscheiden. Ja, okay, ich werde einfach mal gucken, wie ich das hinkriege, weil ich ohne Brille werde das nie erkennen. Das heißt, ich werde immer irgendwie mit beiden Seiten versuchen zu tuschen und zu kämmen. Das ist also schon mal nichts für mich, dass ich erkennen könnte ohne Brille hier vor dem Spiegel, welche Seite ich da nun habe. Ich habe euch jetzt mal ein bisschen näher mit rangeholt, dass ihr das auch sehen könnt, was ich hier jetzt mache. Das ist natürlich etwas, ob ich das hinkriege, das bezweifle ich. Ich werde das mal anders machen. Ich werde das mal so machen, wie ich denke, dass mir das gefällt. Die hat mir schon zu viel Produkt, das sag ich euch gleich. Das ist mir zu viel. Die macht also richtig was auf die Wimpern. Ja. Eigentlich soll man die andrücken und hochziehen, aber ich glaube, das wird mir noch zu viel. Also noch mehr zu viel, als es mir jetzt schon ist. Schade, ich hatte mich jetzt richtig schön mit der Art Deco Mascara eingegroovt letzte Woche. Ich habe mir jetzt ein Kosmetiktuch geholt und ich mache jetzt etwas, was ich früher auch gerne mal gemacht habe. Ich mache Produkt ab. Das ist natürlich die Verschwendung schlechthin, das weiß ich, aber mir ist einfach viel zu viel Produkt auf der Mascara. Das ist was für jemanden, die natürlich so richtige, ja, Baba-Wumms-Wimpern haben möchte. Für mich ist es gar nicht. Das nächste ist, dass sie mir meine Wimpern auch nicht unbedingt verlängert. Ich kann sie nicht drehen. Wisst ihr, was ich meine? Ich brauche dafür wahrscheinlich schon irgendwie lange Wimpern, damit ich eigentlich nur das aus den Wimpern raushole, was ich schon besitze. Und das habe ich nicht. Ich habe Wimpern, ich brauche eine Mascara, die ich drehen kann, also so, und dann in Schichten auftragen kann, damit am Ende ein schönes Ergebnis und Länge rauskommt. Und dann am besten schön getrennt. Ich weiß, dass ich die hier falsch anwende, denn ich müsste sie so anlegen. Aber das ist mir einfach zu viel.
Nein, das ist nicht meine Mascara. Das wird wahrscheinlich 1000 Leute da draußen geben, die sagen, die finde ich richtig cool und toll. Für mich ist die überhaupt nichts, weil sie macht jetzt nichts Besonderes, außer dass sie kurz geblieben sind und dick vermatscht sind. So, das kann ich euch dazu sagen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht den einen oder anderen enttäusche damit, aber kann natürlich auch sein, dass jemand sagt, achso, du kannst damit nicht umgehen. Das mag sein, aber vielleicht passt das auch nicht zu meinen Wimpern. Vielleicht kann ich deswegen nicht damit umgehen, weil sie nicht zu meinen Wimpern passt. Wisst ihr, was ich meine? Zu meiner Technik, die ich gerne anwende. Das heißt, ich mag es gerne mit einem runden Bürstchen. Ich möchte es gerne hochziehen. Ich möchte es auskämmen können und. Und ja, sie macht natürlich schwarze Wimpern. Jetzt habe ich natürlich noch das Problem der linken Seite. Das heißt, die Mascara ist schon deswegen nichts für mich, weil ich links komplett eingedrehte Wimpern habe. Das heißt, die ganze letzte Hälfte und ganz hinten ist es noch am schlimmsten, drehen sich meine Wimpern einmal komplett in sich rein. Das heißt, da komme ich sowieso schon schlecht mit anderen Mascaras ran. Und wenn ich jetzt mit so einer daran muss, funktioniert das nicht. Dann habe ich nicht das größte geöffnete Augenlid. Also ich habe nicht so einen großen Liddeckel wie manche, die so eine richtige Augenhöhle haben, wo man drauf gucken kann und die haben da so richtig Platz. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe so ein Schlupflid, aber schon immer. Ich habe also immer schon diese Augen nach innen liegen gehabt und nicht so diesen Augapfel, den man so sehen kann und wo man Platz hat für ein tolles Augen-Make-up. Und so bei mir verschwindet immer alles in der Versenkung. Und deswegen ist das einfach keine Mascara für mich, was nicht bedeutet, dass es da draußen bestimmt viele gibt, die sagen, Mensch, das ist ja mal ein tolles Teil. Und nur für mich ist sie halt wirklich nichts. Ich hätte euch nämlich dann gerne mal wieder gezeigt demnächst, wie schön sich doch die von Art Deco jetzt gemacht hat. Die musste sich auch erstmal so einarbeiten wahrscheinlich mit mir. Und diese hier, da wird sich nie was einarbeiten, weil die Technik, die man hierfür anwenden muss, für diese Mascara nicht zu meinem Auge passt und zu meinen Wimpern. Das ist eigentlich ganz einfach. Mehr gibt es da gar nicht zu sagen und deswegen ist sie einfach nichts für mich. Ja, für jeden anderen kann das schon sein, dass das ein tolles Teil ist, aber für mich leider nichts. Schade. Dafür sind die anderen Sachen alle was für mich. Der Lippenstift, die Augenbrauenprodukte von Benefit, ne? Fluff Up Brow Wax Precisely My Brow, schon ewig ein Oldtime-Favorite. Der Lippenstift, den liebe ich in und heiß und innig. Und die Frau Dr. Jetzke Produkte liebe ich auch mittlerweile heiß und innig. Und damit kann man schnelles Make-up machen. Und das hier, so eine Mascara morgens, die wird mir das Genick brechen. Ja, ich bin jetzt schon am Überlegen, ich wäre gern so heute rausgegangen, aber mit den... Nee, ich mache mir meinen ganzen Bereich ums Auge rum oder ich nehme alles runter und mache mich nochmal neu. Ne, sozusagen. Ja, das war's. Das wolltet ihr von mir hören. Das wolltet ihr sehen, wie ich die finde. Und ja, für mich ist sie leider nichts. Das tut mir leid. Ich hoffe, ihr seid nicht zu sehr enttäuscht. Ja, das war das Video. Das, was ich euch heute zeigen wollte. Müsst euch das mal zeigen mit der anderen Mascara. Vielleicht sollte ich nochmal ein Video drehen. Dasselbe nochmal. Und einfach mal mit der Mascara von Art Deco. Oder ich zeige euch nur die Art Deco Mascara. Dann trage ich alles schon auf und zeige euch dann nur die Art Deco Mascara ohne Werbung. Denkt jetzt mal dran. Also, macht's gut, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal und wir sehen uns wieder. Ciao.